Hallo, grüß Gott. Wir möchten Ihnen das Modul Statistik im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen vorstellen. Das ist ein Modul, das wird von uns beiden gehalten. Statistik, ein sehr wichtiges Thema. Statistik treffen Sie heute einfach überall. Statistik ist einfach sehr wichtig. Viele Sachen gehen gar nicht mehr ohne Statistik. Die Vorlesung besteht im Wesentlichen aus vier Themenblöcken, in die wir Ihnen einen kurzen Einblick geben möchten. Ja, hier sehe ich beschreibende Statistik, Prognosen. Worum geht es? Um Wetterprognosen? Nee, folgendes. Also beschreibende Statistik ist ein erster großer Teil der Vorlesung. Da geht es darum, Daten zum Sprechen zu bringen. Und ich habe hier mal ein kleines Beispiel mitgebracht. Nämlich, stell dir vor, Joachim, wir haben hier einen Online-Shop. Und was ich hier aufgetragen habe, ist die sind die Ausgaben für Werbung und die Anzahl der Besucher in unserem Online-Shop. Und mein großes Ziel ist es, wir möchten 500.000 Besucher diese Marke brechen. Und die Frage ist, wie viele Ausgaben für Werbung müssen wir dafür aufbringen? Und das ist sozusagen eine der Fragen, die wir am Ende dieses Abschnitts beantworten können. Da werden wir so Sachen kennenlernen wie Streudiagramme, Regressionsmodelle zur Erstellung von Prognosen und vieles, vieles mehr. So. Jetzt kommt hier ein zweites Bild, das erinnert mich so ein bisschen an ein Casino, Joachim. Was hat es denn damit auf sich? Ja, es soll tatsächlich ein Casino sein. In der Wahrscheinlichkeitsrechnung lernen wir eben auch Konzepte kennen, die man auch auf Casino, auf Roulette anwenden kann. Und darauf gehen wir dann eben auch ein. Immer wenn in der Vorlesung das Thema eben kommt, gibt es dann auch einen Student, der sich meldet und sagt, Herr Gauke, kennen Sie eigentlich die Verdopplerstrategie? Die habe ich auch schon mal gehört, Joachim. Was hat es denn damit auf sich? Weißt du, wie sie funktioniert? Nur so grob. Also die Verdopplerstrategie sagt, okay, ich gehe ins Casino und setze jetzt zum Beispiel 50 Euro auf Rot. Wenn Rot kommt, bin ich 50 Euro reicher und? Wenn Schwarz kommt, bleibt es bei mir. Dann verdopple ich den Einsatz und setze anschließend 100 Euro auf Rot. Wenn Rot kommt, bin ich insgesamt reicher geworden. Ich habe den Verlust wettgemacht. Wenn Schwarz kommt, bin ich insgesamt reicher geworden. Und dann verdopple ich eben erneut, setze dann 200 Euro auf Rot. Und wenn jetzt Rot kommt, habe ich alle Verluste reingeholt und noch einen Gewinn obendrauf. Wenn allerdings Schwarz kommt, landet das Geld auf meinem Stapel. Dann verdopple ich erneut, sofern ich das noch kann. In dem Fall habe ich nur noch 3. Okay, und das sind eben die Grenzen dieser Strategie. Und jetzt kann man nachrechnen, gar nicht so richtig schwierig, nachrechnen, ob die Strategie auf lange Sicht erfolgreich sein kann. Und die Antwort lautet leider nein. Und das Beispiel sehen Sie hier, das Geld liegt alles bei mir. Dann haben wir hier noch die Qualitätssicherung. Was hat es da auf sich? Ja, also das Thema Qualitätssicherung ist auch ein wichtiger Teil der Vorlesung. Joachim, stell dir folgendes Beispiel vor. Ein Kunde möchte von uns Bauteile mit Präzisionsbohrungen und wir haben dafür eine spezielle Maschine, die ist speziell justiert. Und jetzt möchten wir dann natürlich sicherstellen, dass der Kunde seine Bohrungen, seine Bauteile immer genauso bekommt, wie er sie gerne hätte, innerhalb der Toleranzen. Und im Rahmen des Abschnitts Qualitätssicherung werden wir Methoden kennenlernen, wie wir sicherstellen können, dass die Produktion eben genauso abläuft, wie das sein soll. Stichwort zum Beispiel Qualitätsregelkarten werden wir da kennenlernen. Ja, tatsächlich. Qualitätsregelkarten habe ich schon bei Führungen durch Firmen tatsächlich gesehen. Sie sehen, Statistik ist tatsächlich für die Praxis sehr relevant. So, jetzt zu guter Letzt, hier sehe ich jetzt noch ein elektronisches Bauteil unter dem Stichwort schließende Statistik. Was hat es denn damit auf sich? Ja, also wir produzieren ein Bauteil und dann gehen wir mal so richtig ran, wollen es verbessern, haben es verbessert, fahren eine neue Produktion und jetzt wollen wir wirklich herausfinden, haben wir es wirklich geschafft, ist die Verbesserung wirklich jetzt da? Und dann nimmt man eine größere Stichprobe, da ist noch ein bisschen Schwankung im Spiel. Und darum geht es jetzt in der schließenden Statistik. Wir ziehen einen Schluss. Okay, so. Sie haben jetzt die vier Themenblöcke der Vorlesung kennengelernt. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen Interesse bei Ihnen für die Vorlesung wecken. Wir haben uns ein schönes Konzept überlegt, ein innovatives Konzept, Inverted Classroom, unterstütztes Lernen mit Videos, die wir für Sie vorbereitet haben. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns auf Sie. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.